Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Parlamentarier, liebe Vertreter von Solarimpuls, liebe Professoren, liebe Verwaltungsräte und Bahnbetreibende, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Vertreter der Medien. Ich bin des Öfteren gefragt worden, ist denn diese Zugsreise nicht einfach bloß ein symbolischer Akt? Und meine Antwort ist ja. Es ist ein symbolischer Akt. Die Politik ist auf solche Symbole angewiesen. In Wirklichkeit wird im Moment in Kopenhagen sehr, sehr hart gestritten, vor allem zwischen den Vertretern von Entwicklungsländern und von Industrieländern. Es ist heute zu einem Eklat gekommen. Die Präsidentin hat das Mandat geschmissen. Wir wissen noch nicht ganz genau, was los ist, aber in Kopenhagen fliegen die Fetzen. Und es wird vor allem auch darum gestritten, um wie viel Prozent müsste denn der CO2-Ausstoß gesenkt werden. Auch in unserem eigenen Land kennen wir diese Diskussion. Wir wissen, es müssten eigentlich mindestens 40% sein. Und trotzdem hat nicht einmal die Schweiz diesen letzten Schritt beschlossen. Auch sie will schauen, wie verhalten sich die anderen. Weil die Frage der wirtschaftlichen Kompetitivität, die ist eben immer noch da und ist immer noch etwas größer als die Verantwortung für das Klima, die Verantwortung für Menschen, die auf Inseln leben, die am Verschwinden sind, die unter dem Steigen des Meeresspiegels von der Bedrohung heimgesucht sind. Was bedeutet, dass in anderen Kontinenten Kriege ausbrechen können, Migration ausbrechen können? Es geht hier nicht einfach um ein paar Prozente, die wir senken, sondern es geht für viele Menschen tatsächlich um Tod und Leben. Und trotzdem müssen wir wissen, es hat keinen Sinn, nur einen Streit um Prozente zu machen. Viel wichtiger als sich über eine Prozentzahl zu einigen, ist, dass das nachher umgesetzt wird. Und deswegen ist dieser Zug auch ein Symbol. Wir wissen, Klimaveränderung ist zu mindestens einem Drittel auf Energie zurückzuführen. Und innerhalb der Energie ist mindestens ein Drittel in der Mobilität verantwortlich. Das heißt, die Verkehrspolitik ist die Schaltstelle für die Klimapolitik. Und von daher ist es eben ganz wichtig, dass auch heute ein Symbol gezeigt wird. Der Zug ist ein umweltfreundliches Verkehrsmittel, auf das wir setzen. Es hat eine tiefe Symbolik, auch in der schweizerischen Politik. Sie wissen, wenn ein Bundesrat neu gewählt wird, dann nimmt er einen Extrazug, um sich feiern zu lassen, und ein Bundespräsident auch. Und da ist es nichts als normal, dass wir mit diesem Zug und nicht mit ein paar Cars nach Kopenhagen fahren. Ich bin auch immer wieder gefragt worden,